Haus. Meinst, sie wird jetzt anhänglich? Sie hat sich entschuldigt. Entschuldigt? Sie hatte Angst, dass ich denke, sie nutzt mich aus. Mein Freund Thomas und ich gehen zur Therapie. Das hier sind unsere Grundregeln. Wir sind bei keinem sozialen Netzwerk. Wir wohnen in Großstädten, haben jedermanns Namen und ganz normale Jobs. Um Frauen kennenzulernen. Das ist die perfekte Kreuzung aus einer intensiven Beziehung und einem One-Night-Stand. Das ist Bam! Das können wir nochmal machen. Das haben wir bei unserer ersten Zigarette auch gesagt. Und jetzt sterben wir beide an Lungenkrebs, genau. Scheiße. Bert, der Designer aus Mitte. Christian Schnell, Cheftierpfleger. In welchem Zoo arbeitet ihr eigentlich? In Innsbruck, im Alpenzoo. Ich hatte gerade ein kleines Eisbärbaby mit der Flasche großgezogen. In dem Alpenzoo nicht nur Alpentiere? Ich meine ja auch einen Alpen-Eisbären. Justus V., Herzchirurg. Ah, das war ja eine schnelle Umschulung. Therapie-Crasher Regel Nummer 3. Die Lebensläufe können nicht verkorkst genug sein. Ich hatte eine Zwillingsschwester und ist im Bauch meiner Mutter gestorben. Deswegen habe ich Angst, mir immer viel zu viel zu nehmen. Ich möchte, dass du lernst zu nehmen. Regel Nummer 8. Gehe immer auf deinen Partner ein. Ich habe dir auch das Gefühl genommen, etwas aus eigener Kraft zu schaffen. Sag nochmal Nein zu mir. Da nicht so gerne. Ich höre dich nicht. Na, zieh wieder raus, bitte. Therapie-Crasher-Regel Nummer 10. Halte dich bloß fern von deiner Ex. Daniel! Daniel? Na, wie geht's dir? Und die wichtigste Regel von allen, verliebe dich niemals in eine Teilnehmerin. So ist es gut. Ja, toll. Dann bist du ja auch nicht gleich. Und du bist der Erste, der sich bei mir überhaupt nicht versteht. Wir stellen eure sexuelle Beziehung auf. Ist doch nicht normal. Dann stelle ich dich, Bernd. Was bin ich nochmal? Du bist das Schlafeglied. Entschuldigung, das Schlafeglied bin ich. Hm?